Ah, ein neuer Brief. Sigurd will dich sprechen. Er wirkt etwas angespannt. Ist etwas vorgefallen? Du solltest selbst mit ihm sprechen. Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst... Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Schön, dich zu sehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut. Und gebt auf euch Acht, ihr beiden. Ich sollte gehen.
Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Dann auf nach Nordwege. Gut, gut. Geh voran! Signir! Sonderbar. Segel hoch! Es ist fast genau wie früher. Und doch völlig fremd. Ein paar Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Kälter als in meiner Erinnerung. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist ein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttel diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unserer Zeit nicht wert. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Alrekstadir, es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst seinen Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt. Mach dort fest! Oh, er hat Geras! Was sagte Randvi noch? Unser Vater verbringt seine Tage in den Methallen, und seine Nächte auf blanken Holzbrettern? Das sagte sie. Suchen wir in den Methallen. Es gab eine in der Nähe. Ein trauriges Loch, in dem Männer ihr Unglück ertränken. Dort sollten wir suchen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Ratten wissen Geschenke nicht zu schätzen. Sie lecken ohnehin an allem. Du bist ein Quell der Freude, Bruder. Was siehst du? Der arme Säufer geht nie nach Hause. Von Sonnenauf bis Untergang sitzt er da und starrt in sein Horn. Ich wünschte, er würde nur einmal ein Bad nehmen. Der Kerl war mal ein König. Würde man bei dem Griesgram gar nicht vermuten. Ich würde selbst Tor unter den Tisch trinken.
Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Vater. Sigurd? Mein Sohn, Eivor, bei Odin dem Grauen, kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe. Keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Ich hörte Gerüchte, dass Englerland bereits mehr als genug Könige hätte. Ich dachte, vielleicht wärt ihr zurückgekommen, um... Ich habe alle Träume von der Krone begraben, Vater. Mich erwartet ein größeres Schicksal. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. Und was hast du seitdem gemacht? Hier gesessen, dich betrunken und beweint, was hätte sein können? Ich habe hart dafür gearbeitet, unserem Land Frieden zu bringen, um Haralds Botschaft der Einheit zu verbreiten. Man sagt, du schläfst vor Haralds Bett wie ein Köter, der auf Befehle wartet. Und dass er dein aufgerissenes Maul als Nachttopf benutzt. Du spottest über meinen Dienst für einen großen und mächtigen Mann? Behandelst du so auch deine Untergebenen, Sigurd? Du armseliger Wurm! Sigurd, deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Herzen auch. Meines nicht. Was ist mit dir, Eivor? Ich wünsche dir Frieden auf diesem neuen Weg, den du für dich gefunden hast. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe mich dafür entschieden. Es war der einzige Weg, der nicht zu noch mehr Gewalt, Tod und Leid führte. Dein Vater hätte das verstanden. Er starb, um Ähnliches zu verhindern. Um seine Familie auf Kosten seines Rufes zu schützen. Nein. Mein Vater, er war... Er hat dich geliebt. Mehr nicht. Unfug! Ich habe genug gehört. Sigurd, von dem Tag deiner Geburt an wollte ich nichts mehr, als meinen Titel, mein Land und mein Volk an dich zu übergeben. Aber kein Jahr ist wie das nächste. Und mit der Zeit zeigte sich, dass manches unumgänglich ist. Wir waren das letzte Königreich in Nordwege, das sich Haralds Vormarsch widersetzte. Ihm zu trotzen wäre unser Tod gewesen. Das weißt du nicht. Wir hätten kämpfen können. Das hätten wir, ja. Und viele hätten im Kampf ihr Leben gelassen, nur um unseren Stolz zu wahren. Wir werden es nie mit Sicherheit wissen, weil du zu feige warst, es zu riskieren. Achte gut auf ihn, Eivor, und führe ihn fort vom Rand des Abgrunds, wenn du kannst. Er ist mein Bruder, nicht mein Hund. Mach's gut, alter Mann.
und diene deinem König ehrenvoll. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Denkst du noch an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Vision. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hörderfylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blutsehnen Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums und einen Mann mit... Sprich weiter. Balka warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form... Das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Komm, mein Schicksal erwartet mich. Verschwinden wir von hier! Mehr Segel! Segel! Die Töchter Aegirs segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Wellen. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Verbiegt er sich? Wird er brechen? Guthrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsaxe. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke... Während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Brüder. Bis zum Ende.
Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter! Kennst du die Richtung? Wie mich selbst! Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh! Keine Sorge! Wir wären die Schande des Clans, wenn wir in diesem einsamen Fjord sterben. Ha! Das wären wir! Ja, hier sind wir richtig. Eivor, wir gehen weiter. Ihr anderen wartet hier.